Das sieht so seltsam aus. Ja, Cassie, du hast ihn geschändet. Vor allem, wenn du anfängst, jetzt Menschen zu schänden und die sehen dann so aus, komm mir bitte nicht zu nah. Bitte. Nein. Ja, ich hab doch gerade eben mit weißen Kreuzen verbrannt, Cassie. Du machst mir langsam Angst. Ich bin müde. Dann musst du ins Bettchen gehen. Zu anstrengend. Warum ist das zu anstrengend? Dann muss ich ins Bett gehen. Das ist zu anstrengend. Ist dein Bett nicht neben dir? Also ich drehe mich um und sehe das Sofa, wo ich mich heute drauf hau. Das ist im anderen Zimmer. Ja gut. Ja, knapp. Melvin, warum farmst du das Holz nicht hinter Cassies Haus? Da sind mehrere Holzbäume aneinander, dort könnte man mit einer Bombe gut was reißen. Danke, dass... Cassie, alles okay bei dir? Ja, natürlich. Guck mal, was ich hab! Mittag! Geil! Sieht man richtig die Wirbelsäule! Lecker! schön. Weiß ich, was du meinst, Ike. Jetzt... Also... Ist, ja, das ist also, Cassie, ne? Irgendwas ist heute los. Sie war einfach zu lange im Wald mit uns. Glaube ich auch. Ich verbrenne gerade, Mensch. Dreh dich mal um, Cassie. Ich hab gesagt, dreh dich mal um. Ich glaube, sie will einfach nur... Töten! Was? Nein, Fuß bauen. Ja, Cassie braucht eindeutig einen Freund. Die Kirche ist ja bald fertig. Das stimmt. Da freut sich Melvin. Oh ja. Warum freust du dich dabei? Oh ja. Du schreibst Kirche. Ich habe schon so den genauen Ablauf und Plan. Also, okay. Ihr könnt mir vollkommen vertrauen. Melvin, Cassie brennt schon vor Leidenschaft. Ja, das merke ich. Also, ich kann euch wirklich... Hä? Was ist das? Ich verstehe es nicht. Ach, musste. Wenn die Kirche fertig gebaut ist, wird alles von allein kommen. Weißt du... Okay. Ja. Ich gucke auf den Ich vertraue dir. Mensch! Alter, Cassie! Fülle! Was ist denn? Wow! Ey! Hallo, danke. Da will der Dude mich einfach überrollen. Dude, warum rennst du weg? Was stimmt mit dir nicht? Cassie, was stimmt mit dir nicht? Ich will doch nur töten. Okay. Tyrox, du darfst Cassie behalten. Ich möchte Cassie nicht mehr haben. Okay. Cassie. Ein Dude. Kommst du nie ran?
Der war ja inkompetent. Ach, hier ist noch eine freie Karre. Okay. Ey, Melvin, du musst gleich mal auf den Kopf achten. Was? Welchen Kopf? Den ich gleich mitbringe. Oh, nö. Er hat so einen richtig ausgerenkten Kiefer. Was? Das will ich jetzt auch sehen. Also, wir treffen uns bei Melvin. Alles klar. Oh. Wir legen hier vor der Haustür. Ach so. Ich dachte jetzt draußen, wo euer Bäume farmt. Ja. Ach, der Kopf ist schon ab. Warum ist der Kopf... Oder? Ist er ab? Ah, Mist. Nee, warte mal. Hat der Stöcke? Also, wenn du so weitermachst, ist der Dude gleich Matsch, ne? Ja. Nein, das... Wo ist der hin? Egal, ich nehme ihn mal. Egal, brenne ich halt die Hälfte. Du bist drauf, ja. Alter, Cassie. Sie war eindeutig zu lange. Da ist ein Vogel reingeflogen. Hat so viel Bus gebaut. Da ist ja ein Vogel ins Feuer geflogen. Cassie wird zum Feuerteufel. Ja. Oh. Ich kann nicht. So. Muss ganz. Uga, oh, das Uga, ist gut, Uga, 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 Uga. Kannst du die anderen zwei Uga gleich mitnehmen? Uga. Es gibt Uga, noch vier mehrere. Ach Gott. Wir brauchen ja auch noch für die Treppe. Oh ja, die habe ich nicht mit einberechnet. Was? Also noch 7 für die Kirche und dann, ich denke, 13 bis 26 für die Treppe. Das schaffen wir auch heute. Ja, wir schaffen auch heute noch die 2 zu vermählen und dann die Hochzeitsnacht durchführen zu lassen. Also darauf. Nee, also wir müssen aufpassen und zugucken, nicht dass Tyrox abrutscht und genau. Ja, nee, jemand muss die Trauung machen, ne? Ja, aber auch in der Hochzeitsnacht, du musst ja, das so sehen. Wenn Tyrox zu schnell ist und abrutscht, dann hat Cassie wortwörtlich die Arschkarte. Ja. Was ist mit euch los? Nix! Ah, Mann. Es ist abends. Was erwartest du? Ich bin jetzt total wach. Ich bin müde. Ich weiß nicht, worum. Ja, warum bist. Ja. Warum bist du wohl hellwach, wenn mittendrin in der Aufnahme einfach mal schläft? Ja, no? Ich zeichne die Treppe an, Melvin. Okay. Im Teilbox lassen wir das nicht machen. Die wird wieder kreuz und quer und schief und krumm. Kirche muss perfekt sein. Weißt du, wir haben doch hier bestimmt irgendwo Bambis, ja? Ja. Noch auch Bambis. Gib mir auch Bambis. Weißt du, ich brauche Bambis. Wenn ich die Köpfe, ja? Wenn ich die Köpfe, dann... 8 Stück noch, 8 Holz, Melvin, 8 Holz, los, 8, ja, genau, 8 ja. Stück, nein, 7, hier liegt noch eins im Wasser. Oh, okay, ja, okay. Tyrox. Das sind 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nee, da müssen noch ein paar mehr kommen. Da, so. Also ich reiß gleich Tyrox sein Haus ab, ne, damit ich so an Holz komme. Okay, schnell. Hier ist noch was. Oh mein Gott, ich hab grad ein Déjà-vu. Ich hab grad so ein hell... Was? Ich hab grad so ein heftigen Déjà-vu. Déjà-vu gehabt, Déjà-vu, Déjà-vu. 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 Déjà-vu heißt es. Als wäre ich Bambi schon mal da draußen gewesen und Tyrox wäre an der gleichen Stelle hängen geblieben. Also, wow, das kam mir echt bekannt vor. Déjà-vu, Bambi. Oh mein Gott, die Kirche ist gleich fertig. So,
Nee, die ist noch nicht fertig. Da fehlt noch ein bisschen was. Ja, ein bisschen. Und Tarox. Wie gefällt's dir? Alter. Oh, ja? Kann ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr. Oh, wieso? Wisst ihr, ich sehe sie nicht. Ich bin so erleichtert bei der Na, Kiel. Da, wo wir sind. Kann ich mich nicht hier hinsetzen? Ah, da. Kann man hier noch so einen Knochen und euch dahin machen? Kann man, bestimmt. Ah, nee. Leider nicht. Irgendein dickes Gehopse stand mir gerade im Weg. Reicht doch. Ach, und Tyrox, du kannst dich hier hinsetzen. Du musst hier nur genau in diese Bank eine Holzbank reinbauen. Weil, guck mich mal an. Du bist der Einzige, der hier normal aussieht. Du siehst aus wie Gronkh. Du hast... Nee. Da ist ein Schwarzer, da ist ein Skinhead und du bist Gronkh. Ich bin Gronkh. Ja, du bist Gronkh. Hallöchen, Popöchen. Also, ich wäre bereit für die Trauung, ne? Ja, Moment, also. Ich muss mir noch meinen Sitzplatz bauen. Ich gern schaffen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, ich ne? Hau dann mal ab. Nein, also, du musst ja bleiben. Nein, ja. Warum? Nee. Ich bin so aufgeregt. Das sieht so... Das ist... Na, kommt ihr? Ich warte, los! Oh mein Gott, so. Kommt als Abschluss für die Folge. Ja. Ich habe hier meine Rede sogar vorbereitet. Hast du eine Rede? Du hast das die ganze ich Zeit hab gewollt. Ich habe eine Rede. Ohne Witz jetzt. Wie lange geht hier eigentlich? Ach, okay. Komm rein, Cassie. Oh mein Gott. Ich habe wirklich eine Rede vorbereitet, ne? Ich habe extra gegoogelt. Moin Leute, hab ein Hochzeitsgeschenk mitgebracht. Guck mal hier nach vorne, wie das aussieht. Geh mal. Cool. So, komm. Hallo? Oh Gott. Tyrox, du musst schon aufstehen. Tyrox, du musst vor zu Cassie, ne? Nee. Also, dürfte ich alle um Ruhe bitten? Und vielleicht kann... Du, komm, stellt euch mal nach vorne. Warte. Nein. Ruhe? Nein. Ruhe! Ihr habt um Ruhe gebeten! Da ist Ruhestörer da draußen. Ich will das jetzt wirklich mal, Cassie. Kommt, Leute. Ich will... Geil. Also. Was willst du eigentlich? Dass ihr euch nach vorne stellt. Wir wählen. Nee. Okay. Komm, also. Abschluss der Folge, bitte. Also. Ich würde euch jetzt wirklich in Ruhe bringen. Paris. Na komm. Okay, Cassie, willst du lieber mich heiraten? Ich würde euch gern bitte um Ruhe bitten. Also. Ich habe mir eine Rede. Ich habe extra eine Rede vorbereitet. Also, jo. Das aus. Das sieht so. Alter, das sieht so ekelhaft aus. Guck mal, hier unten ist sogar eine Schlange dran. Oh, ja. Mhm. Okay. Könnt ihr euch bitte... Cassie. Ja, ich hol nur kurz was. Ich würde jetzt wirklich gern anfangen. Ich bin wirklich aufgeregt. Also. Warum bist du okay, aufgeregt? Okay, kannst du nicht holen. Oh. Also Tyrants! Das habe ich gehört! Ist das die Aufregung? Das war die Aufregung. Das ist die Aufregung. Also wenn du Hunger...
Was? Könnt ihr euch bitte nach vorne stellen? Also genau, nicht aufs Pult. Nicht aufs Pult. Ich darf hier machen, was ich will. Ich hol doch den Special Gast rein, wenn das hier nicht klappt. Oh, nein, bitte. Wir gehen. Stellt euch bitte nach vorne. Ich habe extra wirklich eine Rede vorbereitet. Wie denn? Bitte. Ja, wohin denn jetzt? Also hierhin. Ach, ja, warte. Dahin. Hierhin. Du? Hierhin? Alles klar. Hierhin. Hilfe. Ike. Ja, ich komm gleich. Ach nee. Okay, das Brautpaar kann sich erstmal beruhigen. Wir klären das. Runter vom Grundstück, ihr Kotzbratzen. Was ist das? Special Gas. Ja, nee, ich würde ja jetzt gern anfangen. Weil der ist direkt hinter der Kirche. Milchenten Florenn! Okay. Lass mich doch rein! Ey, Leute. Mann, ich hab hier jetzt wirklich... Ey, das ist nicht euer Ernst, oder? Ey, Leute. Ja? Ich bin hier durchgefallen. Wollt ihr mich verarschen? Oh, nee. Und warum passiert mir das? Ja, gute Frage. Warum hat der eigene Kirsche gekackt? Wir kommen halt nicht mehr. Ich komm halt nicht mehr raus. Wie soll ich die Trauung machen? Ey, warte. Ist der nicht wirklich traurig? Ist der, warte, ich töte mich. Cassie, töte mich. Beweg mal deinen zarten Körper weg. Du Arsch! So, lass mich nicht mal so sterben, so halt. Also jetzt bin ich wirklich traurig. Ja, was denn, wenn ihr die Kirche so scheiße baut, dass man da einfach reinfallen kann? Nee, die ist ja so. Also ich habe noch ein bisschen Zeit. Also ich auch wenn ich das gern mache. Ja komm, ist egal. Schweine weg, ich hab keine Ausdauer mehr, aber es ist down. Läuft. 3 Rüstungsteile eingesaut. So, können wir bitte. Alle gleich. Weil ich hab nicht mehr viel Zeit. Ja. Ich leg sogar meine Sneaker. Wenn du das unbedingt möchtest, dann. Ja, wirklich. Ich will ja, das los, unbedingt. Ich will die Kirche jetzt auch endlich mal einweihen. Und zwar. Ich hab Durst. Junge. Also, ich hab mir extra einen Text gegoogelt, okay? Jo. Warte. Ich bin selbst aufgeregt, also das. Okay. Hört auf. Ich kann nicht heulen. Okay. Glaub's nicht so blöd. Okay. Cassie, jetzt komm, mach mal. Liebes Brautpaar, Sie sind in dieser entscheidenden Stunde Ihres Lebens nicht allein. Sie sind umgeben von Menschen, die euch nahestehen. Sie dürfen in Gewissheit haben, dass sie mit unserer Gemeinde und allen anderen der Gemeinschaft der Kirche verbunden sind. Und hiermit frage ich dich, Tyrox. Willst du Kitty Cassidy lieben und ehren bis an allen Tagen ihres Lebens? Somit antworte hiermit mit ja. Jo, wenn nicht, dann... Ja. Und hiermit frage ich Sie, Kitty Cassidy. Wollen Sie Ihren Tyrox lieben und ehren bis an Ende des Lebens? Somit die Antwort hiermit mit ja. Warte, ich muss runterscrollen. Warte. Ich stell mir vor. Oh, warte. Das wäre so
genial, wenn das... Also ihren beide zu... Bund, ihre Ehebereich, bevor sie den Bund der Ehe schließen, werden die Ringe gesegnet, die sie einander anstecken werden. Ja. Okay, okay, warte. reichen Sie nun einander die rechte Hand. Gott, der Herr, hat sie als Mann und Frau verbunden. Er ist treu und wird ihnen stehen und das Gute, das begonnen hat, vollenden. Fragezeichen, Text, / Geschichte, Hochzeitskerze, Fragezeichen. Okay. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Das war sehr langweilig. Ich habe immer noch Durst, ich verdurste hier. Oh, das war so schön. Das wollte ich schon immer machen. So, und die Party findet jetzt bei Melvin statt. Warum habe ich Kanonenkugeln auf meinem, Pistolenkugeln auf meinem Bett? So, Melvin hat gesagt, er gibt einen aus. Oh, da bin ich dabei. Gar nicht wahr. Ich bin satt und nicht mehr durstig. Hey, Hinhofschäfte! Oh, scheiße. Das geschieht dir recht. So. Ich wollte dich gerade aufheben. Egal. Jetzt bin ich nicht mehr krank. Egal. Vor allem, ich hab erst mal schön in die Kirche geschissen, bevor die Trauung angefangen hat. Ernsthaft? Ja, die liegt immer noch neben dem Pult. Boah, hast du gerochen. Das war gar nicht Parox. Boah. Ich dachte, das wäre der ganze Angstschweiß oder so. Was? Hä? Warum kann ich nicht mehr in mein Haus? Alter. Boah, also das wollte ich schon immer machen. Nein, das ist mir zu viel Party. Oh. Hey! Ey, das sind welche mit Kreuzen! Lasst sie töten und verbrennen! So, ja. Ich speichere jetzt erstmal. Oh, ich muss aber erstmal speichern. Ja, erstmal speichern, ne? Ja, speichern. Boah, das war so schön, das wollte ich immer machen. Hilfe! Das wollte ich wirklich immer mal machen. Ja, Tyrox, deine Frau braucht Hilfe. Oh. Kann ich mich irgendwie wieder scheiden lassen? Nein. Ach, schön. Das ist hier du hast das nicht... Ganze aber aufgenommen, oder? Ja, die Folge, das läuft immer noch, die Aufnahme. Die Folge werde ich mir so oft ansehen. Warum? Oh. Ich musste ein bisschen runterscrollen. Das hat zwar ein bisschen kaputt gemacht, aber. Schöner Vor, so ein Fahrer. Vor Ort. Doch, warte, ich muss erstmal runterscrollen, ne? Einen Moment, bitte.